Es ist 3 Uhr nachts. Du bist alleine zu Hause. Was gibt es da Besseres, als um diese Uhrzeit gruselige Roblox-Mythen zu entdecken? Oh, wow, richtig! Gruselige Roblox-Mythen mit Lami entdecken! Ich weiß, Halloween ist schon lange vorbei, aber es gibt immer noch so viele gruselige und neue Roblox-Mythen, die sehr, sehr creepy sind. Und heute werden wir die mal zusammen abchecken. Und wir werden nicht nur auf die ganzen Roblox-Mythen reagieren, sondern auch teilweise selber abchecken, ob die auch wirklich funktionieren oder ob die wirklich so gruselig sind oder ob die einfach nur Scam sind. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir setzen uns hier an den PC und machen direkt die erste gruselige Roblox-Mythe an. Let's go! Also die erste Mythe ist hier von Roblox Bluecraft und in seinem Video steht hier schon: Passt auf, von diesem Roblox-User. Und ich würde sagen, wir babbeln gar nicht so lange rum, sondern starten mal direkt mit dem Video. Also ich habe einfach random Freundschaftsanfragen angenommen. Mhm. Okay. Er hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Freundschaftsanfragen. Bis ich auf einen Account gestoßen bin, der Best Friend 1231 hieß. Sein Name war ein bisschen komisch, aber ich habe mir nicht viel gedacht und ihn angefreundet. Okay. Er hat also eine Freundschaftsanfrage von Best Friends bekommen. Er hat mir eine Nachricht geschrieben. Oh, und direkt eine Nachricht von ihm bekommen. Hier, er schreibt hier Best Friends? Fragezeichen. Okay. Er heißt ja auch Best Friends. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist er wirklich auch nur nett und möchte wirklich nur Best Friends sein. Wo wir gucken mal weiter. Ob ich sein bester Freund sein will. Ich habe nein gesagt, weil ich ihn nicht kannte. Okay. Er schreibt einfach nur No. Er hat wieder gefragt, ob ich sein bester Freund sein will. Moment mal. Er schreibt einfach genau nochmal die gleiche Nachricht. Best Friends? Fragezeichen. No. Best Friends? Fragezeichen. Und dann schreibt er, was zur Hölle? Hab wieder nein gesagt. Ich hab gesagt nein. Okay. Oh, jetzt kommt die nächste Nachricht hier. Und was schreibt er? Er fragte mich. Lol. Einfach nochmal Best Friends? Fragezeichen? Okay. Ich glaube, das wäre so der Zeitpunkt, wo ich mir denken würde, wer steckt da hinter diesem Account? Da bin ich mal wirklich gespannt, wie es weitergeht. Wieder. Und ich war ein bisschen genervt, deswegen habe ich in Groß Nein geschrieben. Oh ja, das sieht man. Er schreibt einfach mal, Bro, ich möchte nicht dein bester Freund sein. Okay. Ich glaube, jetzt muss er es doch endlich gecheckt haben, oder? Dann hat er geschrieben, dass ich es bereuen werde und ich hatte ein bisschen Angst. Oh, okay, er hat wirklich geschrieben, Moment mal, hier, you will regret that, also du wirst das bereuen. Er hat mir einen Einladungslink zu einem Spiel gesendet, ich bin dem Spiel beigetreten und was ich gesehen habe, wird euch schocken. Also Oha. Da war ein brennendes Haus in der Ferne. Okay, das sieht schon ziemlich gruselig aus. Sah ich ein Schild, wo drauf stand, beste Freunde? Okay, Leute, warte mal. Guckt euch dieses Bild mal an. Das sieht schon ziemlich gruselig aus, oder? Best Friends? Fragezeichen und ein brennendes Haus. Was ist die Nachricht hinter dieser Tat? Will er etwa sein Haus verbrennen in dem echten Leben? Nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich habe sofort das Spiel verlassen und ihn von meiner Freundschaftsliste entfernt. Sendet ihm keine Anfrage oder nehmt seine Anfrage an. Okay, Leute, die erste Mythe war direkt schon so krass und das war schon ziemlich creepy. Ich hoffe mal, mich beobachtet hier niemand. Nicht, dass dieser Best Friends gleich bei mir ankommt und mich auffragt, ob wir beste Freunde sein wollen. Moment mal, hat der mich vielleicht geaddet? Ich muss unbedingt mal sein Profil abchecken. Sein Name war auf jeden Fall Best Friends 12381. Okay, wir checken das mal ganz schnell ab. So, ihr seht, ich bin gerade auf meinem Roblox-Profil und wir suchen jetzt nach Best Friends 12381. Okay, mal gucken, ob wir ihn finden. Oh, okay, warte mal. Den Account gibt es wirklich, Freunde. Und,
Er hat mich zum Glück nicht geaddet. Das ist schon mal gut. Und Moment mal, er hat auch wirklich null Freunde, null Follower. Okay, wir checken mal ab. Ist das hier vielleicht sein Spiel? Oh, warte mal. Das war doch, glaube ich, das Spiel. Sollen wir das mal abchecken? Oh, ich weiß nicht, aber... Doch, Freunde, wir checken das einmal ab. Let's go. Oh, okay. Moment mal. Das Spiel ist wirklich das Spiel aus dem Video. Und da hinten ist auch das brennende Haus. Ich weiß nicht, Leute, aber irgendwie habe ich ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, wenn ich hier auf diesem Spiel drauf bin. Oh, 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 okay, wir nähern uns mal dem Haus und wir gucken hier nochmal. Leute, es ist gerade niemand außer ich auf dem Server. Das ist auch gut so und das soll bitte so bleiben. Ich hoffe nicht, dass dieser Best Friends gleich hier ins Spiel kommt und mich nach einer Freundschaftsanfrage fragt oder so. Okay, hier haben wir genau das Haus aus dem Video. Hier steht Best Friends. Moment mal. Hier im Haus ist doch gar nichts. Aber trotzdem, Leute, ich möchte so schnell wie möglich wieder raus aus dem Spiel. Das war's auf jeden Fall. Leute, jetzt frage ich euch einmal, soll ich diesen Best Friends in Roblox adden und ihn mal anschreiben? Schreibt es unbedingt jetzt in die Kommentare und vielleicht gibt es dann dazu auch ein Video, wenn da was Spannendes passiert. Vielleicht ist er wirklich ein Hacker oder ein Psychopathenstalker oder sowas. Oh, ich habe auf jeden Fall die Fenster hier zugemacht. Das ist auf jeden Fall gut, sonst fühle ich mich sehr, sehr beobachtet. Wie auch immer, Freunde, kommen wir jetzt zur nächsten gruseligen Roblox-Mythe. Okay, jetzt sind wir hier bei TikTok und die Mythe kommt von User2788 bla bla bla. Okay, ich bin mal gespannt, was das hier für eine Mythe ist und let's go. Wenn du Roblox spielst, hör mir kurz zu. Es gibt ein neues Spiel über den YouTuber Lami. Spiele... Oh, Moment mal, was habe ich da gehört? Leute, ein Roblox-Spiel für den YouTuber Lami? Habe ich mich verhört oder... Moment mal, nochmal anhören. Ein neues Spiel über den YouTuber Lami. Spiele... Nein, okay, ich habe mich nicht verhört. Wirklich ein neues Roblox-Spiel für den YouTuber Lami, also mich. Und wie gruselig ist bitte dieses Bild? Okay, wir hören einfach mal weiter zu. Niemals dieses Spiel. Es ist sehr gruselig und du wirst wahrscheinlich nach dem Spielen gebannt. Lol. Was? Man wird nach dem Spielen gebannt? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wir gucken einfach mal weiter. Hier ist der Benutzername. Oh, Watching You Lami? Okay. Es gibt also auch noch ein Profil von diesem Spieleentwickler. Das müssen wir gleich abchecken, Freunde. Das machen wir gleich. Keine Sorge. Wir gucken aber weiter. Nicht spielen, spielen, spielen. Lol, Moment mal, das ist Emily! Oh mein Gott, Emily, richtig viel Blut ist da bei Emily. Spielen. Oh oh, okay, das am Ende war sehr, sehr creepy. Das ist auf jeden Fall nochmal ein, zwei Stufen krasser als die Mythe vorhin. Die haben sogar wirklich ein neues Spiel nur für mich entwickelt. Also dieser Watching You Lami. Das Profil müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal abchecken. Deswegen, Leute, bleibt bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, let's... Moment mal, was gucke ich denn hier an? Let's go. Okay, wir erinnern uns. Er heißt Watching You Lami. So, wir suchen mal bei Personen, ob es wirklich diesen Account gibt. Ja, Freunde, und wie es den gibt. Okay. Oh, was ist das denn hier für eine Biografie? No, 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 no. Okay, wir haben es verstanden. Und er hat hier wirklich ein Spiel. Und es heißt... Why are you here, Lami? Also, warum bist du hier, Lami? Und dann mit einem sehr, sehr sassen Smiley hier. Oh, oh, oh. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir treten einfach mal bei, Freunde. Augen zu und durch. Wir müssen das jetzt hier mal abchecken. Okay, okay, okay. Es lädt. Oh mein Gott. Leute, ich kann auf jeden Fall nicht aus meinem Avatar rauszoomen. Das ist alles aus... dieser Perspektive. Irgendwie macht es das Ganze noch gruseliger. Wir sind auch... Oh mein Gott. Oha. Oha. Lami. Da steht nicht ernsthaft Lami drauf, oder? Und hier steht überall
Oh mein Gott, da ist schon wieder dieser sehr, sehr komische Typ da. Sollte ich mal langsam aus dem Haus gehen? Okay, da sind noch... Oh mein Gott, ich dachte, es wäre nur eine, aber das sind ganz, ganz viele. Wir haben hier eine Laterne, das ist schon mal gut. Oh Mann, Leute, wie krass ist denn bitte dieses Spiel? Okay, gehen hier einfach mal raus. Wie gesagt, wir sind alleine auf dem Server. Hallo? Kann ich den Typen berühren? Okay, 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 Freunde, alles gut. Kein Jumpscare oder so. Wer liegt denn hier? Oh mein Gott, Freunde. Wenn ihr wisst, wer das hier ist, dann schreibt es in die Kommentare. Nein, och Mano. Nicht er. Ich mag ihn so sehr, Freunde. Schreibt bitte seinen Namen in die Kommentare. Jeder, der der kennt. Oh Mann, ihr seid richtige Helden. Okay, ich denke mal... Oh mein Gott, ich habe mir fast in die Hose gemacht, Freunde. Das war auf jeden Fall richtig krass. Das war, glaube ich, eine Stufe zu krass. Und ich weiß nicht, ob ich hier noch weiter durchgehen kann, weil ich habe hier wirklich... Also mein Herz... Oh mein Gott. Ich muss mal ganz kurz durchatmen, Freunde. Puh, oh Mann. Okay, Leute, das war wirklich unnormal krass. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht nochmal erschrocken. Bitte, bitte, das war so laut. Oh Mann, ey. Komm schon, irgendwas ist noch da hinten, oder? Irgendwie habe ich sehr, sehr dolle Angst. Hier, der Fluss ist einfach rot. Ist das Blut, Freunde? Oh Mann, ich habe immer noch so Herzklopfen, Freunde. Ich glaube, das ist wirklich die krasseste Mythe, die ich jemals... Oh, oh, warte mal, das ist doch... Nein, Emily, hey, alles in Ordnung, mein... Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, das ist nicht Emily. Das ist auf gar keinen Fall Emily. Und ich muss hier auf jeden Fall weg. Okay, okay, Leute, das war es auf jeden Fall mit dieser Mythe. Das war eine Stufe zu krass für mich. Ganz schnell das Spiel verlassen. Also, Freunde, ich weiß wirklich nicht, ob ich das ehrlich gesagt noch weitermachen kann hier mit den Mythen, weil mein Herz ist wirklich, wirklich, wirklich in meine Hose gerutscht gerade bei diesem ultra gruseligen Sassen-Spiel. Und bitte sagt mir, dass ich nicht der Einzige war, der sich so krass gerade erschrocken hat. Also ich meine, mein Herz, das schlägt immer noch so richtig schnell, Freunde. Und auch hier seid ihr auf jeden Fall wieder gefragt, sollte ich diese Person Watching You Lami adden und anschreiben, schreibt es unbedingt in die Kommentare und dann kann ich, wenn was Spannendes passiert und er mich annimmt, ein Video dazu machen. Vielleicht ist er ja auch ein richtiger Psychopath oder ein Hacker. Wer weiß, Freunde. Aber Freunde, es ist auch endlich wieder Tag. Oh Mann, ey. Und um ehrlich zu sein, traue ich mich auch nicht mehr, irgendwelche gruseligen Mythen weiter zu testen. Und deswegen schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich mehr Mythen in dieser Art testen soll. Es müssen ja nicht nur gruselige Mythen sein. Und Freunde, falls ihr auch noch ein paar Roblox-Mythen kennt, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare oder macht dazu auch ein TikTok-Video oder ein YouTube-Shorts-Video und schickt mir den Link in meinem Discord zu und dann kann ich auch darauf reagieren. Außerdem, Freunde, kenne ich auch noch eine kleine Mythe. Und zwar ist die Mythe, jeder, der Lami abonniert, ist richtig, richtig cool. Und ich glaube, diese Mythe ist auf jeden Fall wahr. Freunde, es ist wieder mal soweit. Ihr habt mir, dem Brookhaven Mythentester Nummer 1 auf ganz YouTube, wieder mal ein paar Brookhaven Mythen zugeschickt. Und ich würde sagen, Freunde, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, diese ganzen neuen Brookhaven Mythen auszutesten. Und Leute, das Coole daran ist, dass ihr mir nicht nur die Mythen in die Kommentare geschrieben habt, sondern ihr habt mir diesmal sogar ein paar Mythen auf TikTok erstellt als Video. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir schauen uns direkt das erste TikTok-Video von euch an. Let's go! Okay, und hier haben wir auch schon die erste Mythe auf TikTok. Die ist von der coolest Emmy. Okay, okay, da bin ich mal auf jeden Fall gespannt und wir schauen direkt mal los und go. Roblox Mythen Part 2. Wenn man in Brookhaven auf das Sprungbrett rumspringt, bis man ein bisschen hoch ist und dann verletzt macht, fliegt man dann über die ganze Map. Über die ganze Map. Okay, dann würde ich einfach
mal sagen, lol, hä? Wie seid ihr denn hier eingebrochen? Oh mein Gott, ey, wow, Einbrecher! Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall, die Mythe austesten. Oh, es regnet. Ich weiß auch nicht, ob das Ganze jetzt funktioniert, denn vielleicht wissen ein paar von euch, der Ersteller von Brookhaven, also Wolfpack, hat das hier mit dem Sprungbrett eher ein bisschen geupdatet, dass man nicht mehr allzu hoch springen kann. Also Leute, wir testen das und ich kann wirklich gar nicht mehr so hoch springen. Das ist, glaube ich, das Maximale. Aber Leute, jetzt testen wir das wie von der Mythe aus. So, man muss hier den Emote verletzt machen. Moment mal. Und jetzt sind wir hoch genug. Verletzt und... Oha! Oh mein Gott! Okay, okay, warte mal. Ich habe Pinling gemacht. Verletzt haben wir jetzt. Oh. Hey, was geht denn jetzt ab? Oh Gott, oh Gott. Wir müssen das Ganze nochmal machen. Ich habe auch so sehen den falschen Emote gemacht. So, komm schon. Und verletzt. Oha! Oha! Okay, okay, okay. Ich glaube, diese Mythe ist auf jeden Fall wahr, Freunde. Aber ich bin noch nicht von der ganzen Map rausgeflogen. Wir müssen das noch ein drittes Mal probieren. Komm schon, alle guten Dinger sind drei. Deswegen, komm schon noch. Ah, jetzt. Und, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Schuldach gelandet. Okay, ich glaube, irgendwie kann man so auch komplett von der ganzen Map rausfliegen. Also die Mythe ist auf jeden Fall wahr. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir suchen uns direkt die zweite Mythe raus. Und das ist wieder ein TikTok-Video. Deswegen ab zu TikTok! Und hier sind wir auch schon. Und die Mythe kommt sogar von Lami Aaray TV Emily Fan. Yo, cooler Name auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns einfach mal die ganze Mythe hier an. Und okay, der ist auf jeden Fall vor dem Brookhaven Motel und er schreibt den ganzen Text. Okay, Brookhaven Mythe, geh ins Motel, okay, kaufe dir oder hole ein Motel, tippe AFK, okay, okay, der macht jetzt den AFK-Emote. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat, aber ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, denn das Ganze wurde doch eigentlich von Wolfpack rausgepatcht. Er schreibt jetzt, dann hol dir einen Schlafsack. Okay, 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 ich glaube, der will jetzt das Zimmer löschen, aber ich glaube, das funktioniert nicht, um ehrlich zu sein. Und, okay, der, hä? Wo geht der? Lol, okay, der geht direkt schon aus dem Zimmer raus. Dann lösche dein Haus. Okay. Und er ist wirklich immer noch im Motel. Lol. Freunde, ich dachte wirklich, dass dieser Bug rausgefixt wurde von Wolfpack. Aber anscheinend klappt das doch noch. Aber diesmal nur mit dem AFK-Emote. Und er schreibt, man kann jetzt auf jeden Fall Leute erschrecken als Geist. Das ist eine gute Idee. Ich würde sagen, da schnacken wir gar nicht so lange rum. Wir fahren jetzt auch zum Motel. Aber Freunde, bevor wir das machen, Leute, wie findet ihr eigentlich, wenn ich so auf TikTok-Mythen reagiere und die dann ausprobiere? Ich feiere das unnormal. Deswegen, Leute, falls ihr auch irgendwelche Mythen kennt in Brookhaven oder normal von Roblox, dann macht gerne einen TikTok davon und schickt mir den TikTok-Link davon in meinem Discord-Server zu. Und mit ein bisschen Glück reagiere ich dann auf euer TikTok in meinem Video. Also Leute, kommentiert mal. Habt ihr überhaupt TikTok? Benutzt ihr TikTok? Guckt ihr TikTok? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Und Freunde, wenn ihr keinen TikTok habt, dann könnt ihr es natürlich auch als Short in YouTube hochladen. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall beim Motel und haben ein Haus. So, dann müssen wir hier in die Ecke gehen, einen Schlafsack rausholen. Moment mal, ich glaube, hier sind sogar Zuschauer. Ey, kommt alle rein ins Haus. Oh, sie möchte nur ein Foto. Oh, das mache ich doch liebend gerne, Freunde. Falls ihr mich in Roblox seht, dann mache ich immer mit euch ein Foto. Aber jetzt zurück an die Arbeit, Freunde. Wir müssen jetzt diese Mythe hier testen. So, ich glaube, das sollte passen mit dem Schlafsack. Okay. Oh. Hä? Okay. Okay, Moment mal, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir wurden hier rausgeglitscht, aber wir müssen jetzt einfach mal ganz schnell AFK klicken. So, okay, und jetzt berühren wir den Boden nicht. Das heißt, Freunde, wenn wir den Boden berühren, dann werden wir hier aus dieser, Zone rausgekickt. Also, Freunde, das meinte ich auch vorhin, dass Wolfpack diesen Bug eigentlich rausgefixt hat. Aber anscheinend gibt es doch noch eine Möglichkeit, hier drin zu bleiben. Und zwar mit dem AFK-Emote. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Wir löschen jetzt mal unser Motel und wir sind immer noch hier drin. Okay, sehr, sehr gut.
damit könnte man auch eigentlich richtig gut in Hide and Seek trollen. Gute Idee, oder Freunde? Und jetzt machen wir nochmal den Test. Ich mache jetzt den Emote weg und... ich werde vom Hotel rausgekickt. Aber Leute, gehen wir direkt zur nächsten Mythe. Okay, bei der nächsten Mythe gibt es leider kein TikTok-Video. Aber davon habe ich einen Kommentar gelesen. Denn es geht auf jeden Fall um diesen Club. Ihr wisst ja, Freunde, der Club ist immer geschlossen. Außer an diesen Zeiten hier. Da macht der Club auf. Aber es gibt wohl einen kleinen Glitch, womit man den Club immer öffnen kann. Und dafür, Freunde, müssen wir einfach mal hier nach links zum Partyplanner. Und Freunde, wenn man hier dann auf das Partyplanner-Schild draufklickt, kann man hier einfach das hier umändern. Moment, und dann muss man, glaube ich, Club Open schreiben. So, und dann gehen wir mal ganz schnell nach unten. Und hier sehen wir jetzt, dass hier Club Open steht. Aber, okay, es ist immer noch geschlossen. Ich glaube, diese Mythe ist auf jeden Fall falsch. Also, Fake. Kommen wir aber auch direkt zur nächsten Mythe. Und da kann ich euch schon vornherein sagen, diese Mythe ist auf jeden Fall wahr. Denn bei dieser Mythe geht es um mich und Robux. Das heißt, Freunde, wenn ihr mich in Brookhaven findet und mir schreibt, dass ihr in meiner Roblox-Gruppe seid und mich abonniert habt auf YouTube, dann kriegt ihr von mir Robux. Und Freunde, das ist wirklich kein Fake. Wir sehen hier wieder ganz, ganz viele Zuschauer und ich frage jetzt einfach mal, ob die in meiner Gruppe sind und dann bekommen die alle ein paar Robux. So, ihr seht hier, ich habe jetzt geschrieben, wer von euch ist in meiner Gruppe? Und die Lena hat direkt geschrieben, ich. Okay, Lena, dann bekommst du auf jeden Fall Robux. Er hier ist auch in meiner Gruppe. Und die Emilia leider nicht. Emilia, das musst du ändern, denn es bekommen nur die Leute Robux, die in meiner Gruppe sind und meinen Kanal abonniert haben. Deswegen, Freunde, abonniert alle diesen Kanal. Ganz, ganz wichtig. Sonst bekommt ihr keine Robux von mir. Und, Freunde, wie gesagt... Oh, lol, die ist gar nicht in der Gruppe. Oh mein Gott, die hat mich einfach angelogen. Naja, dafür ist auf jeden Fall der Kollege in der Roblox-Gruppe. Und eigentlich hätte ich ja jetzt zwei Personen Robux gegeben. Die eine Person hat mich aber angelogen und ist gar nicht in der Gruppe. Deswegen bekommt er noch ihre Robux dazu. Also nicht 100, sondern 200. Das Doppelte also. So, viel Spaß mit deinen Robux. Naja, Freunde, ich würde einfach mal sagen, kommen wir zur nächsten Brookhaven-Mythe. Let's go. Und hier sind wir auch schon. Und die Mythe ist schon wieder von Coolest Emmy. Okay, die zweite Mythe schon. Ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt. Roblox-Mythen in Brookhaven. Also wenn man Brookhaven ganz spät nachts spielt, wird erst nichts passieren, aber nach einiger Zeit werden ganz viele Jennas dem Spiel bald... Ganz viele Jennas? Okay, Jennas. Okay, ich weiß nicht, Leute. Das Ding ist, ich nehme gerade dieses Video um 3 Uhr morgens auf. Also es ist ja ganz spät in der Nacht, theoretisch. Treten egal, ob man auf einem Privatserver ist oder nicht. Okay, okay, das ist auch gut, weil ich bin gerade nicht auf einem Privatserver, sondern auf einem öffentlichen Server. Wir hören einfach mal weiter. Erst werden sie dich nur ganz sus verfolgen. Aber nach einiger Zeit fangen sie an, susse Sachen zu schreiben. Wenn du nicht zurück sass bist, bannen die Jennas dich aus Brookhaven. Freunde, ich vermute, dass diese Mythe ein bisschen gelogen ist. Denn um ehrlich zu sein, bin ich ja gerade ganz spät in der Nacht hier auf einem öffentlichen Brookhaven-Server. Und Leute, wir sehen hier keine einzige Jenna, also Jenna. Und eigentlich nehme ich meine ganzen Roblox Brookhaven-Videos ganz, ganz oft spät in der Nacht auf. Also um 3 Uhr morgens, die Teufelsstunde. Ja, ich bin ganz, ganz mutig. Aber noch nie habe ich eine Jenna getroffen, die mich dann irgendwie hacken wollte oder so. Deswegen, Leute, ich kann da direkt sagen, dieser Mythos ist auf jeden Fall Fake. Aber Leute, das war's noch lange nicht. Kommen wir direkt zum nächsten TikTok-Mythos. Und das hier ist auf jeden Fall wieder eine
TikTok-Mythe und die kommt auch von Coolest Emmy. Okay, die Emmy hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Mythen gemacht. Das freut mich, Leute. Macht also auch gerne ganz, ganz viele Mythen für mich. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, sondern checken einfach mal die Mythe ab. Brookhaven-Mythen. Mythe, wenn man in den Edense-Bunker geht und dann dort für etwas längere Zeit auf Karum steht, taucht eine schwarze Gestalt auf. Okay, also im Agency-Bunker, Freunde, ich glaube, sie meint diesen Bunker da hinten in diesem Berg. Wir gehen schon mal davor, aber die Mythe ist noch nicht vorbei. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal weiter an und go. Hier der Beweis. Okay, okay, lol, okay, sie hat sogar ein ganzes Video davon gemacht. Bin AFK, hat sie geschrieben. Okay, sie ist also wirklich in dem Agency-Bunker drin? Da ist die schwarze Gestalt. Sie kommt immer näher. Leute... Immer näher und näher. Was ist das denn für eine schwarze Gestalt? Und die hat sogar gar keinen Kopf. Okay. Warte, sie ist verschwunden. Oh. Brookhaven-Mythen. Mythe. Okay, Freunde. Ich weiß nicht, ob diese Mythe wahr ist. Ich glaube, dass die Mythe eher fake ist. Aber bevor wir das beurteilen, müssen wir natürlich die Mythe selber austesten. Let's go! Hallo? Wo ist der Eingang? Ah, hier. Let's go! Okay, in dem Video hat sie auf jeden Fall geschrieben, bin AFK. Das schreiben wir auch einfach mal. So, und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas kommt. Angeblich ja eine schwarze Gestalt. Ich weiß nicht, Freunde. Wir warten jetzt einfach mal ab. Okay, ich glaube, das wird nichts, Freunde. Oh, lol. Ich glaube, die Tür ist aufgegangen. Okay, wir warten einfach mal ab. Wir bewegen uns nicht. Vielleicht kommt da ja wirklich noch etwas auf uns zu. Moment mal, den kenne ich doch irgendwo her. Das ist einfach Banani. Hey, was machst du denn hier? Oh, ja, Mann. Lami, mein alter Schuh. Ich habe gehört, dass es hier kostenlose Bananen gibt im Agency-Bunker. Moment mal, hast du gerade gesagt, Lami, mein alter Schuh? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Banani, du wurdest auf jeden Fall gescammt. Genauso wie wir. Die Mythe war auf jeden Fall fake, Freunde. Naja, Freunde, eine letzte Mythe habe ich auf jeden Fall noch für euch am Start. Und das ist wieder eine Mythe auf TikTok. Deswegen gucken wir uns die direkt mal an. Let's go! Und hier sind wir auch schon. Und die Mythe kommt vom lieben Heaven Gaming. Und er hat hier einfach mal voll das coole Hintergrundbild. Freunde, guckt euch das mal an. Ein Bild von mir und Emily. Oh, das ist mega süß. Okay, wir checken das Ganze mal ab. Wenn man Lami und Emily abonniert, ist man sehr cool. Oh, Freunde, habt ihr das gehört? Wenn man Lami und Emily abonniert, dann ist man wohl sehr cool. Leute, ich glaube, ich kann euch jetzt schon sagen, diese Mythe ist wahr. Aber mal gucken, ob ihr uns auch wirklich abonniert. Und Moment mal, was hat er denn hier für eine App? Amogus, oh mein Gott, der ist ja mal mega sass. Lami, ich muss cool sein. Oh ich yeah. Ich will auch in der Lami-Ami sein. Ja, genau, du musst in der Lami-Ami sein. 1, 2, 3, los. 1, 2, 3, los, mein Freund. Und drück auf Abonnieren. Let's go. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, du bist jetzt schon mega, mega cool. Aber Moment mal, ich glaube, ihr habt noch etwas vor. Jetzt ist Emily dran. Was? Oh mein Gott. Der abonniert jetzt auch noch Emily. Und so, ja. Jetzt gucke oh ich mal in Discord Gott. Rein, ob ich jetzt cool bin. Mein lieber Freund, ich kann dir auf jeden Fall sagen, du gehörst zu den coolsten Leuten, die ich überhaupt nur kenne. Denn du hast nicht nur mich, sondern auch noch meine Freundin Emily abonniert. Du bist super, duper, duper cool. Aber falls ihr noch cooler sein wollt, dann abonniert nicht nur mich und Emily, sondern auch noch meinen zweiten Kanal Lami Gaming und meinen dritten Kanal Lami Craft. Und wenn ihr die aller coolsten sein wollt, dann abonniert noch meinen vierten Kanal Lami Shorts. Alle Kanäle sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Wow, 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 wenn ich das schaffen, komm schon und... Oha, let's go!
Oh Mann, das war ein richtig, richtig krasser Stunt. Und jetzt gibt's erstmal einen Applaus für euch, Freunde. Denn ihr habt es mal wieder geschafft, auf ein Lami-Video zu klicken. Und das ist ganz besonders, Freunde. Denn heute gibt es was richtig, richtig Tolles für euch. Und zwar, eines Tages bin ich aufgewacht. Und natürlich ganz früh am Morgen habe ich erstmal mein Handy abgecheckt, Freunde. Was habe ich da für Nachrichten? Aha, aha, cool, cool. Was ist das denn? Ich habe nämlich von Roblox eine Nachricht bekommen. Und Leute, jetzt schaut mal, was das bitte für eine Nachricht ist. Freunde, das ist die Nachricht von einem Roblox-Mitarbeiter. Und Leute, wenn man hier alles durchliest, dann sieht man auf jeden Fall, dass das Roblox-Team mir 4 Robux-Codes gegeben hat. Und Leute, die 4 Robux-Codes haben einen Wert von je $50, also insgesamt $200. Ich sehe hier auch, in der Mail steht insgesamt 200 Robux. Hier sollte eigentlich insgesamt $200 stehen, aber ist ja auch egal. Freunde, was ich euch damit sagen will, diese Codes sind natürlich für euch. Und in diesem Video wird irgendwo, irgendwann ein Code auftauchen. Und der allererste von euch, der diesen Code in Roblox eingibt, wird die 50 € erhalten. Ich glaube, das sind irgendwie 4000 Robux oder so etwas. Also Leute, ihr müsst das Video unbedingt bis zum Ende schauen. Es kann sein, dass dieser Code irgendwann am Ende auftaucht. Vielleicht taucht er jetzt in einer Minute auf. Er ist auf jeden Fall versteckt in diesem Video. Und wenn ihr heute den Code nicht bekommt, dann habt ihr trotzdem noch 3-mal die Chance, den Code zu bekommen. Ihr müsst einfach nur ein Abonnent von diesem Kanal sein und am besten die Glocke aktivieren. Denn wenn ihr als allererstes das Video schaut, dann habt ihr auf jeden Fall eine viel, viel höhere Chance, den Code zu finden. Aber Freunde, darum geht es heute nicht. Und zwar, heute zeige ich euch wieder mal die coolsten und neuesten Roblox-Mythen. Und Freunde, die ganzen Mythen sind von euch. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall noch ein paar Mythen kennt, die ich austesten muss, dann macht von eurer Mythe ein Video, stellt das auf TikTok oder auf YouTube hoch und schickt mir den Link auf meinem Discord-Server. Und wenn das dann am Ende ein cooles Mythen-Video ist, dann bekommt ihr dafür sogar ein paar Bobux von mir. Aber jetzt haben wir genug gebabbelt, kommen wir zu der ersten Mythe. Und hier sind wir auch schon. Das ist ein Video auf TikTok von dem lieben Maleo Sackkassel. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hier steht auch schon Fly Glitch. Okay, da bin ich mal gespannt, aber let's go. Fly Glitch. Als erstes macht ihr euch ganz klein. Okay. Dann geht ihr zu den Brunnen. Ja. Und versucht an der Kante zu schwimmen und danach hochzugehen. Okay, Moment mal. Wenn ihr es paar Mal versucht, schafft ihr es. Ja, das kenne ich schon, aber Freunde, ich habe es noch nie geschafft, so richtig weit nach oben zu fliegen. Moment mal, geht das jetzt hier wirklich? Aber man darf nicht zu hoch gehen, sonst fällt man runter. Okay, verstehe, verstehe. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, das hier ist jetzt auf jeden Fall die erste Mythe, die wir austesten. Let's go! So, wir sind jetzt auf jeden Fall beim Spawn und als allererstes müssen wir uns komplett klein machen. Dann hier an die Kante, Moment mal, so, hier, okay, aber, Moment mal, irgendwie, nee, das geht nicht, komm schon, oh, der Tannenbaum ist komplett im Weg, nee, Moment mal, oh, doch, doch, oder, ja, ja, das geht, oh, kann ich nach oben, oha, lol, okay, man darf also wirklich nicht zu weit nach oben, aber es funktioniert auf jeden Fall, so, Freunde, ihr seht, ja, doch, das klappt manchmal, aber wie gesagt, man darf nicht zu hoch fliegen, sonst fällt man leider direkt wieder nach unten. Moment mal, einmal muss ich es noch schaffen. So, ja, oha, okay, okay, Freunde, es klappt auf jeden Fall. Let's go. Das war aber auf jeden Fall ein etwas älterer Trick, den ich schon kannte. Mal gucken, ob wir jetzt eine Mythe erwischen, die wir noch nicht kennen. Und die nächste Mythe ist auf jeden Fall auch mega cool, denn die kommt von dem lieben... Oh mein Gott, wow, hey, pass doch mal auf, wo du hinfährst. Hey, Lami, check mal die Mythe ab. Mario, wo kommst du denn her? Und was hast du denn für ein abgefahrenes Cape? Yo, da steht dir. Ja, Lami, das Cape ist wirklich mega cool. Aber weißt du noch, was viel cooler ist? Dieses TikTok. Ich schick's dir jetzt mal auf TikTok. Was denn für ein TikTok? Oh, okay, du hast es mir geschickt. Dann werde ich das mal abchecken. Er ist abgehauen.
Naja, wie auch immer. Dann checken wir jetzt mal die Mythe von dem lieben Mario ab. Und Moment mal, das ist nicht nur ein Mythos, den mir Mario geschickt hat, sondern das ist ein Mythos von Mario selbst. Okay, da bin ich mal wirklich gespannt. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern let's go! Leute, diesen Trick kennen nur die wenigsten Brookhaven-Spieler. Leute, im heutigen TikTok werde ich euch zeigen, wie ihr in Moment mal, Leute, seht ihr das? Brookhaven? Nee. Sachen Da hinten, seht ihr mich? Da bin ich! Dann LOL! Da bin ich! Yeah, let's go! Dazu geht ihr in das Item-Menü und holt euch eine Bankkarte. Ihr nehmt dazu ein... Okay, wir brauchen erstmal eine Bankkarte. Einfach eure Karte in die Hand, lauft in irgendeinen Laden, das könnt ihr in einem beliebigen Laden machen, geht hier zur Kasse. Aber Leute, erstmal lasst ihr mal einen Daumen nach oben, da das noch viel... Das ist echt viel wichtiger. Ja, auf jeden Fall, Freunde, das könnt ihr auch gerne machen, einen Daumen nach oben, vor allem für diesen Mythos und lol. Leute, seht ihr das? Wir haben gerade eben frisch bezahlt. Und das könnt ihr in jedem Laden machen oder auch im Rathaus. Aber abonnieren und liken nicht vergessen. Tschüss. Das ist ja mal ein richtig krasser Trick. Leute, kanntet ihr den Trick schon vorher? Also wusstet ihr, dass man in Brookhaven Sachen bezahlen kann? Das heißt, Freunde, wir können hier zum Beispiel im Eiscremeladen jetzt nicht nur mit diesem Bargeld hier bezahlen, sondern richtig mit der Kreditkarte. Und, Mario, ich möchte bitte ein Minzeis. Ja, das macht dann 5 Robux. Aha, verstehe. 5 Robux, ja, hier und let's go, Freunde, seht ihr das? Und so kann man also in Brookhaven bezahlen. Dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben an Mario für diesen coolen Mythos. Kommen wir aber auf jeden Fall zur nächsten Mythe. Und da bin ich auch schon richtig, richtig gespannt. Der nächste Roblox-Mythos ist auf jeden Fall von der lieben Emmy. Und das hier ist kein Mythos in Brookhaven, sondern in einem anderen Roblox-Spiel. Ich weiß auch nicht, was dort passiert, aber wir checken das Ganze erstmal ganz kurz ab und let's go. Roblox-Mythen. Wenn man in TTD3, okay, das ist dieses Tanzspiel, reingeht und in dem Chat Iloveo schreibt. Warte mal. Und in den Chat Hashtag, nee, warte mal, Fragezeichen I love you, okay. Dann kommt dieser Clown und jumpscaret dich. Moment mal, ein Jumpscare? Das will ich auf jeden Fall sofort abchecken, deswegen gehen wir in das Spiel rein, let's go! Und hier sind wir auch in dem Spiel. Das sieht hier echt cool aus. Mit den ganzen weihnachtlichen Dekorationen. Aber erstmal, Freunde, müssen wir hier ein bisschen tanzen. Okay. Yeah, die tanzt mit mir. Moment mal. Aha. Okay. Ja. Und Freunde, guckt euch mal die ganzen Leute an, wie die hier tanzen. Moment mal, ich will mitmachen. Yeah, okay, wir sind eine Dance Group. Freunde, wer von euch kennt diesen Tanz von der Serie Wednesday? Der ist eigentlich schon echt cool. Okay, Freunde, ich glaube, wir sollten mal ganz schnell jetzt die Mythe ausprobieren. So, wir haben auf jeden Fall genug getanzt. Wir werden jetzt auf jeden Fall gemeinsam den Mythos austesten. Dafür mussten wir ja Fragezeichen I love you schreiben. Okay, ich send das jetzt ab. Ich hoffe mal, ich werde nicht erschreckt und... Ja, da haben wir den Clown. Aber, naja, ein Jumpscare war das jetzt nicht wirklich, oder? Hallo, kannst du jetzt mal weggehen? Das verschwindet auch einfach nicht, Freunde. Ich glaube, wir müssen erstmal unseren Charakter zurücksetzen und dann geht das erst weg. Okay, das ist schon ziemlich cool. Aber so richtig gruselig war das jetzt nicht wirklich. Wir kommen jetzt aber auf jeden Fall zur nächsten Mythe. Und die TikTok-Mythe ist von dem lieben Heaven Gaming 123. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was er uns hier geschickt hat. Let's go. Hallo Leute. Hallo. Wenn du in der Mies Hangout geht, dann schreibe Koblox, dann bekommst du Koblox. Lol, Moment mal. Eine Mythe in meinem Spiel Lamis Hangout? Moment mal. Oh, okay, Freunde, es geht
um dieses Bein hier, das nennt sich Core Blocks. Und Freunde, wie wir sehen, dieses Item, also das Beinchen hier, das bekommen wir nur, wenn wir diesen Charakter kaufen. Und der Charakter kostet ganze 17.000 Robux. Also das ist gar nicht günstig oder so. Und Freunde, hier seht ihr mein Spiel Lamis Hangout. Das hat auch schon fast 150.000 Besuche. Also danke an jeden, der einmal dieses Spiel gespielt hat. Aber Freunde, die Frage aller Fragen, ob jetzt diese Mythe wirklich wahr ist oder falsch, das werden wir jetzt herausfinden. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Spiel. Aber bevor wir jetzt die Mythe austesten, müssen wir hier erstmal einen Glückskeks nehmen. So, den essen wir. Und einem Glückskeks gibt es immer einen Zettel. Und da gibt es einen Spruch für uns. Moment mal, wir essen ihn. Und was bekommen wir? Schön, dass du hier bist. Oh, Freunde. Schön, dass ihr hier seid. Yeah. Und yo, da kommt auch schon der Weihnachtsmann. Yeah. Ich wünsche mir den Lami-Merch. Bitte bring mir den Lami-Merch. Und apropos Lami-Merch, Freunde. Bald gibt es neuen Merch von mir und Emily. Leute, ich sag euch eins. Das Design von diesem Merch ist so krass geworden. Ich würde sagen, ihr seht jetzt mal ganz kurz das Design von dem Merch. Und Freunde, bewertet mal bitte von einer Skala von 1 bis 10. Wie findet ihr dieses Bild? Ich muss ja schon sagen, das ist ziemlich, ziemlich cool geworden, oder Freunde? Dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Aber jetzt testen wir endlich die Mythe aus. Und zwar müssen wir hier oben links erstmal zum Chat gehen. Und dann geben wir / Core Blocks. Einmal gucken, ob wir jetzt das Core Blocks Bein bekommen. Und wir wurden gescammt. In meinem eigenen Spiel werde ich einfach getrollt. Oh Mann. Aber Leute, da gibt es was anderes. Das klappt. Und zwar, Leute, erzähle ich euch mal ein kleines Secret. Wenn man hier / Headless eingibt, dann hat man keinen Kopf mehr. Yeah, ist das nicht cool? Moment mal. Hier ist ja sogar noch ein Spieler drauf. Lol, was geht ab, ey? Aber Freunde, ich würde sagen, zum Schluss habe ich noch eine richtig coole Mythe für euch. Und zwar habe ich gehört, wenn ihr euren Roblox-Benutzernamen in die Kommentare schreibt, dann kann es sein, dass der liebe Lami euch ein paar Robux gibt. Und ich habe auch gehört, die Mythe ist auf jeden Fall wahr. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, habt ihr den Code, also den Roblox-Code gefunden? An welcher Stelle war er? Schreibt es in die Kommentare. Und an denjenigen, der diesen Code als allererstes eingegeben hat und die Robux bekommen hat, viel Spaß mit den Robux. Oh Mist, Mist, Mist. Ich muss schnell weg hier. Er darf mich nicht erwischen, denn wenn er mich erwischt, dann gibt es kein Entkommen mehr. Oh mein Gott, Moment mal, hier rein. Okay, ich kann mich, glaube ich, hier verstecken, oder? Oh, Lami, wo bist du? Oh Mann, da fährt er. Das war nochmal richtig, richtig knapp, Freunde. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, Lami, warum haust du von Banani ab? Naja, das kann ich euch erklären, Freunde. Banani möchte einfach, dass ich irgendwelche gruselige Mythen wieder teste. Und Freunde, ich kann das nicht mehr. Diese Mythen von euch sind einfach viel zu gruselig. Ich werde immer erschreckt und dann, habe ich mega Angst und, mach mir fast in die Hose. Und deswegen haue ich schon den ganzen Tag vor Banani ab und ich hoffe mal, dass er mich heute auch nicht erwischt. Warum habe ich gerade so ein ungutes Gefühl? Oh, da habe ich dich endlich, Lami. Komm her! Oh, oh Mann, Banani, geh runter von mir! Du bist viel zu dick, ey, geh runter! Lami, dachtest du wirklich, du kannst von mir entkommen? Niemals! Du wirst erstmal alle Mythen testen! Oh Mann, Banani, wie oft denn noch? Ich habe keine Lust mehr auf deine gruseligen Mythen! Gruselig? Wer hat denn gesagt, dass die Mythen heute gruselig werden? Moment mal, du meinst also wirklich, heute gibt es mal endlich wieder Mythen in Brookhaven, die nicht gruselig sind? Naja, Lami, das Einzige, was wirklich gruselig ist, ist dein Gesicht. Oh Mann, ja, hahaha, Banani, wir haben verstanden, du bist der Lustigste. Ich weiß, aber Lami, schau mal, die Lami Army hat heute wieder ein paar richtig coole Mythen reingeschickt. Und ich sag dir, die erste Mythe ist super süß. Super süß, sagst du? Na dann zeig mal her. Schick mir mal das Video.
Ja, gib mir nur eine Sekunde. Ich schick dir nicht nur das Video, sondern noch etwas. Okay, schau mal, Lami. Noch was anderes? Okay, Moment mal, öffnen und... Banani, was ist das? Was hast du mir da bitte geschickt? Das hier ist mein Bananenpo. Igitt, igitt. Boah, lass mich in Ruhe, Banani. Du bist so eklig, ey. Oh Mann, und wir testen jetzt einfach mal die Brookhaven-Mythen. Denn das Bild von Banani war wirklich sehr, sehr gruselig. Tu nicht so, Lami. Dir gefällt das. Oh Mann, ey, diese blöde, eklige Banane. Und da sind wir auch schon, Freunde. Und wir starten direkt mit der ersten Mythe von der lieben Alicia Schollenbär. Okay, okay, Moment mal. Sie hat sogar in ihrer Biografie, Lami ist der Beste. Oh mein Gott, ist das süß. Okay, okay, sie hat auch schon mal schönen Merch an. Und das Lami-Cape hat sie auch. Ich würde sagen, so können wir auf jeden Fall in das Video reinstarten. Let's go. Brookhaven-Mythen, eine Mythe. Oh. So, Leute, wir sind in Brookhaven. Und als allererstes müsst ihr Lamis Kanal abonnieren und den neuen Merch von ihm kaufen. Das ist oha. Und das gehört auch zu dieser Mythe. Oh mein Gott, wie süß ist das denn, Freunde? Aber sie hat auf jeden Fall recht. Erstmal den Kanal abonnieren und den Merch kaufen. Okay, okay. Wir hören jetzt alle zu, Alicia. Weiter geht es. Als erstes geht ihr hier zum Santas Schlitten und steigt rein. Natürlich in das, wo man fliegen kann. Dann müsst ihr unter die Erde fliegen. Und dann steht da ein Zeichen, das von Wolfpack gemacht wurde. Okay, Moment mal. Okay, Freunde, wir sollen jetzt auf jeden Fall mit dem Schlitten unter die Brookhaven Map fliegen. Und dort gibt es anscheinend ein Zeichen von Wolfpack, also von dem Ersteller von Brookhaven. Ich weiß nicht. Eigentlich kenne ich da kein Zeichen von Wolfpack. Aber Freunde, wir gucken jetzt erstmal weiter. So. Und ich sehr sass fand. Okay, sehr sass. Und auf jeden Fall müsst ihr Emmys Kanal und Lamis Fake-Accounts und Warte mal, Fake-Accounts? Lamis Fake-Accounts? Moment mal, was will die hier sagen? Wähler, abonnieren wir Lami Craft, Lami Gaming und Lami Shop. Oh mein Gott. Und den originalen Lami-Account, den müsst ihr alle abonnieren, sonst interessiert diese Mythe nicht. Oha, wie süß ist das denn, Freunde? Oh mein Gott, ich kann gar nicht aufhören zu lächeln. Das ist richtig, richtig cute. Oh Mann, also wirklich alle einen Daumen nach oben für die liebe Alicia. Das ist echt mega knuffig. Aber wir schauen jetzt weiter. Ich bin immer noch sehr, sehr interessiert an der Mythe. So, weiter geht es. Ganz wichtig ist, die Videos auch zu liken. Oh mein Gott, die hört einfach nicht auf, ey, wie süß. Für diese Mythe, wie gesagt schon. Und jetzt, wenn ihr hier runterfliegt und zum Eingang fliegt, einfach nur geradeaus, wenn ihr runterfliegt. Ja. Und dann kommen ja diese roten Dinger. Aber wenn ihr jetzt genau hinguckt, da ist ein Daumen. Hä? Ein Daumen? Okay, und wo? Ich zeig's euch nochmal. Ich fliege hoch. Da ist ein Daumen. Seht ihr das, Leute? Hä? Also ich sehe da keinen Daumen. Oder vielleicht bin ich auch blind. Moment mal, Freunde. Wir müssen das erstmal ausprobieren. Wir gehen also auf jeden Fall erstmal zu dem Schlitten des Weihnachtsmanns. So, fliegen einmal hoch. Und da hinten sehe ich einfach nur einen kleinen Banani. Oh Mann, wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz schnell weg, bevor er mir weiter irgendwelche sasse Bilder schickt. So, ab geht es unter die Brookhaven Map. Ho, ho, ho. So, einmal hier hinfliegen. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall, Moment mal, verkehrt herum. Wir müssen uns erstmal umdrehen gleich. Aber ich kann auch, verkehrt herumfliegen. Ich habe meinen Führerschein auf der anderen Seite gemacht, wenn man das so sagen kann. Oh Gott, oh nein, oh, ich darf hier auf jeden Fall nicht crashen. Moment mal, Moment. Wir müssen hier jetzt irgendwie stehen bleiben. So, hier sollte doch irgendwo die Mythe sein, oder? Also der Daumen. Okay, hier hat sie irgendwo gesagt, ist der Daumen von Wolfpack, aber ich sehe hier keinen Daumen. Moment mal. Hat uns Alicia etwa gescammt oder was? Daumen. Oh mein Gott, Moment mal, seht ihr das? Oha, da ist ja wirklich ein Daumen. Das ist gar kein Scam. Moment mal, ich zeig's euch.
Da ist der Daumen! Diese Mythe war also wahr und lol, das wusste ich wirklich nicht, Leute. Die Mythe ist auf jeden Fall wahr und nicht fake. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zur nächsten Mythe. Oh, okay, ich würde auch sagen, kommen wir direkt zur nächsten Mythe, denn ich sehe schon, Banani kommt schon wieder. Was willst du, ey? Naja, ich möchte jetzt wirklich deine ehrliche Meinung. Wie findest du meinen Po? Na, was? Moment mal. Nein, Banani, ich bewerte jetzt nicht dein Po. Lass mich in Ruhe. Okay, hier sollte ich auf jeden Fall in Sicherheit sein vor Banani. Ich werde jetzt erstmal die nächste Mythe mit euch abchecken. Let's go! Und hier sind wir auch schon. Okay, wir sehen auf jeden Fall schon, hier steht Brookhaven Glitch. Okay, dieses TikTok ist auf jeden Fall von Maleo Sarkassel. Okay, ich würde sagen, let's go! Brookhaven Glitch. Ich bin mega gespannt. Holt den Militärhaus. Okay, Militärhaus. Oh, er heißt sogar in Roblox LamiFan38 und er hat auf jeden Fall auch das Lami-Cape und den Lami-Merch. Also vielen, vielen Dank dafür. Du bist ein richtiger Ehrenmann. So, wir gucken weiter. Er geht jetzt auf jeden Fall ins Haus rein. Und geht hier hin und legt euch hin. Okay, ins Haus gehen und wohin legen? Bei der Hanselbank? Dann löscht das Haus. Das Haus löschen? Hä? Oh mein Gott! Und jetzt lasst ein Like. Und ein Abo da, dann seid ihr... LOL! Er hat einfach die Hantelstange da rausgeglitscht aus dem Haus. Oh mein Gott, Freunde, das müssen wir sofort ausprobieren. Ach ja, und jetzt lasst ein Like und ein Abo da, dann seid ihr cool. Genau, das sollt ihr auf jeden Fall auch machen. Da bin ich aber jetzt wirklich richtig gespannt, wie das hier ausgeht. Banani, was willst du von mir? Oh, na los, Lami! Sag es endlich! Wie findest du meinen Po? Mann, Banani! Lass mich endlich in Ruhe, ey! Ich werde ganz bestimmt nicht Bananis Po bewerten. Oh nein. Nein, 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 nein. Das mache ich auf gar keinen Fall. Aber was ich machen werde, ist auf jeden Fall die neue Brookhaven-Mythe hier auszuprobieren. So, das Militärhaus brauchen wir. Dann gehen wir einmal hier rein. Oh, so. Ganz schnell auf die Liege von der Hantel hier, zack. Und dann löschen wir das Haus. So, und oh mein Gott, es funktioniert wirklich. Moment mal, klappt das auch noch, wenn wir ein Emote machen? Moment. Ey, ja, oh mein Gott. Leute, dieses Item ist auf jeden Fall das geheime Secret-Item, das ihr rausglitschen könnt. Und damit könnt ihr, glaube ich, auch die ein oder anderen Mitspieler trollen. Ich glaube, alle werden verwundert sein, wenn ihr mit dieser riesigen Hantelstange in der Hand rumlauft. Aber ich würde einfach mal sagen, Freunde, kommen wir zur letzten Brookhaven-Mythe. So, jetzt bin ich nochmal richtig gespannt, was uns hier in der letzten Brookhaven-Mythe erwartet. Ich würde sagen, wir quatschen auch gar nicht so lange rum, sondern starten sofort mit der Mythe. Und let's go! Mythe. Wenn man zum Weihnachtsbaum geht, unter einmal drauf drückt und dann zum Schlitten geht. Ja, was passiert dann? Jetzt bin ich gespannt. Und wenn man dann Weihnachtsmann komm schreibt, kommt der Weihnachtsmann hinter dem Schlitten hervor. Hä? Ja, ist klar. Man muss Weihnachtsmann komm schreibt. Nein, nicht im Ernst. Dann oder? Stellt er sich neben dich und geht dann wieder weg. Ja, ist klar, Freunde. Na, ich glaube, Freunde. Mythe. Die Mythe ist auf jeden Fall Scam. Ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen, aber wir probieren es trotzdem mal. So, wir gehen hier zum Schlitten. Dann müssen wir einmal reinschreiben. Weihnachtsmann, komm. So, das haben wir jetzt geschrieben. Und jetzt sollte irgendwann ein Weihnachtsmann auftauchen. Aber Freunde, ich habe es euch gesagt, diese Mythe ist auf jeden Fall Scam. Moment mal. Banani, was willst du denn schon wieder hier? Naja, wenn du mein Po nicht bewerten willst, dann soll wenigstens die Lami Army mein Po bewerten. Na los, Freunde, wie findet ihr meinen Po? Oh Mann, nicht dein Ernst, Banani. Weißt du was, ich habe die Nase voll von dir. Nimm. Ah!
Freunde! Ihr glaubt mir nicht, was ich heute gefunden habe. Denn, Freunde, ihr habt mir mal wieder ein paar richtig coole Mythen zugeschickt. Und da waren zwei Mythen, die haben mich ganz, ganz dolle interessiert. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die eine Mythe sich komplett unterscheidet von der anderen Mythe. Das heißt, die eine Mythe ist sehr, sehr lustig und fröhlich. Aber die andere Mythe ist sehr, sehr gruselig und mysteriös. Und jetzt stellt sich die Frage, nehme ich die gruselige Mythe oder die fröhliche, lustige Mythe? Leute, um ehrlich zu sein, hatte ich auf jeden Fall in letzter Zeit genug von den gruseligen Mythen. Deswegen gehe ich zu der fröhlichen und lustigen Mythe. Banani? Oh, halt, stopp! So geht das nicht, Lami. Du nimmst nicht die fröhliche Mythe. Was? Was soll das heißen, Banani? Ich nehme nicht die fröhliche Mythe. Ich möchte aber... Tja, du Pommeskopf. Das ist mir egal, was du möchtest. Alle möchten, dass du lieber die gruselige Mythe nimmst. Oha, ey, Banani. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dir los in letzter Zeit? Hast du dir ein paar Tipps von dem Schulmobber abgeholt? Oder warum bist du so böse zu mir? Nein, Lami, ich bin nicht böse. Ich bin einfach nur eine richtig coole Banane. Also, Lami, dreh dich jetzt um und mach die gruselige Mythe. Alle Zuschauer, die ganze Lami-Army will es sehen. Ganze Lami-Army? Na gut, dann vertraue ich dir einfach mal, Banani. Ihr wollt es also wirklich wissen, oder? Die gruselige Brookhaven-Mythe. Okay. Dann gehen wir mal in dieses Horrorhaus und gucken uns jetzt die Mythe zusammen an. Let's go! Und Freunde, die Mythe ist auf jeden Fall schon wieder von dem lieben Roblox Bluecraft. Sein Kanal könnt ihr auch gerne abchecken für seine ganzen coolen Mythen. Aber ich bin richtig gespannt, was uns in diesem Video erwarten wird. Hier steht auf jeden Fall, dieser Roblox-User ist komisch. Okay, ich weiß nicht, Freunde. Es gibt viele komische Roblox-Spieler, aber über welchen Roblox-Spieler, der komisch ist, macht man direkt ein Video. Der muss dann ja mal richtig, richtig komisch sein. Deswegen, Freunde, wir babbeln gar nicht mehr länger rum, sondern checken das Video ab. Let's go! Ich bin durch meine Follower durchgescrollt, bis ich einen User bemerkt habe. Mit dem Namen Error 467. Okay, es handelt sich auf jeden Fall um diese Person hier, Error 467, okay, das ist schon ein bisschen sass, aber bis jetzt noch nichts Schlimmes, wir gucken weiter. Er hatte mir eine Anfrage geschickt, ich nahm sie an, er schrieb mir Error. Moment mal, was? Er hat ihm Error geschrieben? Okay, das ist schon ein bisschen creepy, aber bis jetzt kann man auch denken, das ist einfach nur ein Troller oder so. Okay, wir gucken weiter. Ich habe was geschrieben. Ja, ich glaube, das würde erstmal jeder schreiben. Aber was schreibt der andere zurück? Er schreibt den gleichen Text wieder. Oh. Okay, er schreibt also immer wieder Error. Und er schreibt auch noch, was zur Hölle? Okay, ich glaube, der ist richtig verwirrt, der Bluecraft hier. Okay, wir gucken mal weiter. Und er schreibt... geschrieben. Oh mein Gott, er schreibt schon wieder Error. Hä? Moment mal, jetzt schreibt der Bluecraft Error zurück. Ich habe auch den Text geschrieben. Zum Spaß? Okay, mal gucken, ob der andere das auch mit Spaß versteht. Oh, sogar noch hier so ein Smiley. Oh, weia. Aber er hat einfach nur Error zurückgeschrieben. Und? Hä? Er hat mir eine Einladung zu einem Spiel gesendet. Eine Einladung zum Spiel? Und er nimmt die auch noch an? Oh, weia. Das Spiel heißt Error Found? Es war der Starterblaze nur in verglitscht. Hä? Okay, jetzt bin ich sehr verwirrt, Freunde. Als ich mich ein bisschen umgeschaut habe, habe ich das gefunden. Okay, was hast du gefunden? Oh, Moment mal, da war irgendwas mit Blut. Was steht da? It's too late for you now oder so? Da war ein Text, wo stand, es ist zu spät jetzt. Oh mein Gott. Okay, ja, lauf lieber weg. Und... Ich wurde gekickt.
nimmt niemals seine Anfrage an. Okay, am Ende war das wirklich sehr, sehr creepy. Aber Freunde, wir wissen, was jetzt zu tun ist. Wir sind jetzt hier wieder auf dem coolsten Roblox-Profil aller Zeiten. Hier könnt ihr mir gerne folgen, Leute. Wir müssen hier auch noch die 20.000 Follower knacken. Aber Freunde, wir sind auf einer Mission. Und zwar müssen wir die Person hier finden namens Error 456. Heißt er so? Nein, das war der, glaube ich, nicht, oder? Moment mal. Ah, er hieß Error 467. Okay, also geben wir hier einmal ein Error 467. Jetzt sollten wir eigentlich die Person finden und... Moment mal. Er ist sogar online? Oha! Moment, Freunde. Hier haben wir sein Profil. Das sieht schon... ein bisschen sass aus, Freunde. Was meint ihr? Ich weiß auch nicht so wirklich. Sollten wir den wirklich adden oder nicht? Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir adden ihn jetzt. So, als Freund hinzufügen. Mal gucken, ob er meine Anfrage annimmt. Ich möchte nur noch mal gucken, ob er das Spiel auch wirklich hat. Okay, Errors Place und Error Found. Freunde, das war das Spiel aus dem Video, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt einfach so rein sollten. Wir gucken uns das Ganze mal an. Okay, es hat 6 Besuche. Mhm. Und es hat sogar einen Dislike. 0 Likes und einen Dislike. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich glaube, diesen Dislike hat er sich dann verdient, oder? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht finden wir ja noch etwas Sasses über die Person raus. Wen folgt? Ja, Moment mal. Oh mein Gott, Freunde, er hat mich einfach schon angenommen. Moment mal, ich wollte gerade gucken, wen er als Freund hat. Und er hat einfach jetzt nur noch mich als Freund. Ich weiß jetzt nicht, Leute, wird er mich anschreiben oder soll ich ihn anschreiben? Vielleicht sollte ich ihn einfach mal anschreiben mit demselben Text, also einfach mit Error. Moment mal, er hat mir einfach schon geschrieben. Error. Oh mein Gott, Freunde. Und ihr seht hier, wir haben einfach gerade 1 Uhr in der Nacht. Also 1.40 Uhr nachts. Oh Mann, Freunde, das ist schon ein bisschen gruselig. Ich schreibe ihm jetzt einfach mal, hey. Oh Gott, oh Gott. Und er schreibt einfach wieder nur, Error. Okay, Moment mal. Ich glaube, die Person im Video hat den Link zu dem Spiel bekommen, als er auch Error geschrieben hat. Dann schreiben wir jetzt auch einfach mal, Error zurück, okay. Obwohl, Freunde, wisst ihr was? Wir spielen jetzt mal einen kleinen Scherz. So, wir schreiben jetzt einfach mal 100 Mal Error. Ich hoffe mal, sein Handy oder sein Computer stürzt jetzt ab, Freunde. Und seine Antwort ist einfach 2-mal Error. Okay, Moment mal. Wie wär's mit noch einem Error? Und natürlich antwortet er wieder mit Error. Okay, aber Moment mal. Ich habe hier eine neue Benachrichtigung. LOL. Freunde, er hat mich wirklich eingeladen in sein Spiel. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt wirklich beitreten oder nicht? Oh mein Gott. Freunde, wir machen das natürlich. Ich mache das nur für euch. Und ich hoffe mal, uns erwartet jetzt kein Jumpscare oder so. Deswegen, Freunde, wir treten jetzt bei. Und wir sind im Spiel, Freunde. Oh mein Gott. Es wackelt alles hier. Und der Glitch-Effekt ist auch schon da. Okay, okay, okay. Irgendwie sehe ich voll fröhlich aus für das Spiel. Das ist echt gruselig. Eigentlich würde ich gerne weinen. Wir haben hier auf jeden Fall die Laterne. Moment mal. Habe ich da irgendwas gehört? Nee. Oh Mann, ey, dieser Weg ist immer so gruselig. Und warum muss ich jetzt auch noch dunkel sein? Okay. Ich hoffe einfach mal, Freunde, es erwartet uns kein Jumpscare. Das wäre wirklich das Allercoolste, wenn wir nicht erschreckt werden. So, dann teste ich gerne diese ganzen Mythen. Oh mein Gott! Freunde, ich teste nie wieder Mythen, okay? Habt ihr das verstanden? Nie wieder gruselige Mythen! Hört auf, mich zu erschrecken! Oh Mann, okay, ich hoffe mal, das war einfach der einzige Jumpscare und es kommt keiner mehr. Das war nämlich sehr, sehr gruselig, Mann! Naja, wie auch immer. Ich glaube, hier hinten sollte doch irgendwo diese versteckte Nachricht sein. Ich glaube, das war da hinten hinter der Mauer. Okay, mal gucken. Aber ich denke mal... Moment mal, bin ich alleine hier auf dem Server? Ja, okay, sehr gut. So, Moment mal, ich mache meine Laterne sicherheitshalber mal an.
Moment mal. Die Person war aber nicht im Video. Ist das... Hä? Oh mein Gott. Leute, die Person ist einfach online. Oh mein Gott, ey. Ich schreibe einfach mal... Hi, my friend. Ich weiß jetzt nicht, ob der Deutsch kann oder nicht. Und er schreibt einfach nur... It's too late? Also, es ist zu spät? Freunde, für was ist es zu spät? Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon der redet. Deswegen schreibe ich einfach mal, for what? Also, Freunde, für was ist es zu spät? Das muss er mir mal erklären. Er schreibt einfach nur, it's too late to run? Also, es ist zu spät, um zu rennen. Aber, um ehrlich zu sein, ich traue mich nicht mal wegzurennen, Freunde. Deswegen, ich bleibe einfach nur genau... Hier stehen, mein Freund. Deswegen schreibe ich einfach mal, I will not run. Denn wie gesagt, ich werde nicht wegrennen. Moment mal, er schreibt, then you will end up like him. Also ich werde genauso enden wie der Typ. Wisst ihr was, Freunde? Jetzt, wo er wegguckt, könnte ich doch eigentlich weggehen, oder? Moment mal, er schreibt, I know... Your Account Data ist also, er kennt meine Account-Daten? Jetzt nicht im Ernst, oder? Und jetzt schreibt er noch, I hear your voice, also er hört meine Stimme. Moment mal, kannst du mich verstehen? Hallo, verstehst du? I understand you. Leute, ich glaube, ich mache mein Mikrofon aus. Und ich glaube, ich sollte so schnell wie möglich einfach nur weg von ihm laufen. Oh mein Gott, Freunde, ich werde ihn von meiner Freundschaftsliste entfernen. Oh oh, es ist zu spät. So, das war auf jeden Fall viel zu viel für mich. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall von der Freundesliste entfernen. Moment mal. LOL, was hat er mir geschrieben? Es ist zu spät, es ist zu spät. Oh mein Gott, Leute, ich werde ihn auf jeden Fall von der Freundesliste entfernen. Plus, ich werde ihn auf jeden Fall blockieren, Alter. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Psychopath? Also, Freunde, ich warne euch. Falls ihr eine Anfrage von diesem Typen bekommt, dann nehmt ihr auf gar keinen Fall an und geht niemals in sein Spiel namens Error Found. Also, Freunde, haltet euch auf jeden Fall fern von solchen Accounts, denn die könnten auf jeden Fall sehr sus sein. Moment mal, hier steht einfach an meinem Haus Error Found. Oh mein Gott, nicht im Ernst, oder? Nein, 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 nein. Ich werde mein Haus löschen und ich ziehe jetzt um. Ich habe keine Lust mehr auf Brookhaven. Genau, denn ich werde jetzt einfach zum Nordpol fliegen. Dort findet mich dieser Error-Typi niemals. Let's go! Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem ultra coolen und mysteriösen Video. Und, Freunde, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare, welche Accounts in Roblox darf ich nicht annehmen. Und falls ihr irgendwelche Mythen kennt, dann macht ein Video dazu und schickt die mir auf Discord. Und, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und, Freunde, checkt die Videos links und rechts ab. Die sind auch mega, mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!